Pinselstriche gegen das Regime in Teheran. Am Tag des Mauerfalls solidarisieren sich Berlinerinnen und Berliner an der East Side Gallery mit den Opfern der iranischen Regierung. Mit Menschen wie Khodanur Layehi, der bei einer friedlichen Demonstration Ende September offenbar von Regimekräften getötet wurde. Mit Scharfschützen, das sollen diese Bilder aus der Stadt Kasch zeigen, lassen die Mullahs gezielt auf Demonstranten schießen. Letzten Endes zeigt diese Entwicklung, dass dem Regime offensichtlich die Fälle davon schwimmen und dass es zu immer neuen Maßnahmen greift, um die Demonstrierenden zu unterdrücken und mundtot zu machen. Mehr als 300 Menschen sind seit Beginn der Proteste gegen Unterdrückung und für die Gleichberechtigung der Frau ums Leben gekommen. Rund 14.000 Iranerinnen und Iraner sitzen in Haft. Ihnen drohen womöglich harte Urteile bis hin zur Todesstrafe. Allein im ersten Halbjahr 2022 wurden 250 Menschen hingerichtet. Weil sie für das eingestanden sind, was für uns selbstverständlich ist. Das Recht, frei über ihr Leben zu entscheiden. Das Recht, in Würde zu leben. Mutig zeigen sich auch diese Studenten der Scharif-Universität in Teheran, die Hymne der Frau singen. Stellvertretend für alle Landsfrauen und Männer, die im Kampf gegen Unterdrückung ihr Leben auf den Straßen des Iran riskieren.